Samstag, ein etwas seltsamer Tag. Am Freitag wurde Jesus gekreuzigt und am Sonntag war es mit dem Todsein aus. Er wurde auferweckt. Der erste Mensch, der aus dem Tod befreit wurde. Aber was ist heute am Karsamstag? Viele Menschen trugen damals Trauer. Sie wussten nicht, was sie davon halten sollten. Ihr Jesus ist tot. Und jetzt, was macht er da im Todsein? Mir persönlich hilft es immer, zu sehen und zu glauben und zu hoffen, dass der Schlaf so etwas ist wie der vorgezogene Tod. Wenn ich abends um 22.34 Uhr ins Bett gehe und einschlafe, dann wache ich eigentlich, wenn ich durchschlafe, im gleichen Moment wieder auf, nur 8 Stunden später. In der Zwischenzeit habe ich kein Zeitgefühl. Ich habe schöne Träume, schöne Erfahrungen, irgendetwas tut sich in der Seele. Aber Zeit? Nein, Zeit gibt es nicht. Wenn ich morgens aufwache, habe ich das Gefühl, ich bin doch gerade erst eingeschlafen. Todsein ist für mich, da gibt es keine Zeit mehr. Im gleichen Moment, wie ich sterbe, werde ich von Gott auferweckt. Im gleichen Moment, wo ich diese Welt verlasse, bin ich im Paradies, weil es zwischen Sterben und Auferwecken keine Zeit mehr gibt. Für mich persönlich ist Schlafen einfach etwas Wunderschönes. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob Jesus in diesen 3 Tagen Todsein geschlafen hat, aber es gab auch da keine Zeit mehr. Und vielleicht hat er diese No Time einfach dafür genützt, um auch im Totenreich Licht hineinzubringen. Das heißt einmal in einem Psalm, bettete ich mich bei den Toten, so bist du Gott auch da. Das heißt, wir sind auch in dieser zeitlosen Zeit des Schlafens, des Todseins nicht alleine, weil Jesus da ist. Für mich ist das eine österliche Botschaft. In diesem Sinne, einen gesegneten Karsamstag.